einen Nahkampf macht, bekomme ich da jetzt rüber. Ich glaube, du musst aus dem Ding aussteigen. Und mir noch sagst wie? Oh. Ey, ich hab Laser. Hast du auch Laser? Ja. Cool. Ah. Achtung, Leistungspegel übersteigt den Zielbereich. Ich empfehle so. Jetzt ist mir schon wohl vor der Flinte hier ran. Ich wusste gar nicht, ich dachte, du bist noch in deinem Roboter da. Hinter dieser Maschine! Ich bin hier ganz alleine! Das ist aber schön für dich. Schieß auf den Feuer! Überprüfe es! Verstanden! Werfe Granate! Ich weiß, was mit Blitzgranate meinst. Feuerschutz! Nein, oh, das war zu zeitig. Das war ein klein zu zeitig. Ich wiederbelebt haben. Hm? Jetzt mal lass dich sterben, was hältst du davon? Oh oh. Na, du Protokoll vollständig. Fällt Technologie auf volle Kapazität. Kann ich mich mal wiederbeleben? Gut, pass doch mal. Ich bin gerade erst gestorben. Irgendwas kommt nicht und hat mich gewirbelt. Hier, das ist also geil im Spiel. Was? Geil im wenn du. Wenn du den anhebst und ich den dann im Nahkampf kille. Ah, also dann heb ich den. Da. Ich bin gerade gestorben. Ich bin getroffen! Bleib stehen. Warte, warte mal. Ich kann hier noch drei. Auch mal einen. Ja. Du Ratte. Dankeschön. Jetzt musst du nicht wieder fliegen. Ja, ich komme. Ich bin aufgestiegen. Wo bist du denn? Ach da. Ja. Wir sollten nicht so viel spielen. Die haben jetzt übrigens nicht mehr auf. Nee, die haben eine Granate geschmissen. Wir sollten trotzdem nicht so viel spielen. Jedenfalls nicht bei so vielen Gegnern. Mhm. Ich frag mich, ob ich den Aufstieg behalte. Nein. Habe ich beim letzten Mal sterben schon festgestellt. Hm. Wenigstens habe ich wieder Granaten. Vollständig. Fähigtechnologie auf voller Kapazität. Da
wir müssen nicht nur die Gegner besiegen, sondern auch den Typen in dieser Kiste da. Was meinst du? Ja, aber der schickt immer so Schock in die Kondensatoren links und rechts drin sind. Das müssen wir ihn quasi zurückschicken. Und wie machen wir das? Indem wir die letzten Kondensatoren da schicken. Ja, die neben ihm oder was? Schuss. Warte, bleib stehen. Das ist echt schwer, muss ich sagen. Ja, das ist interessant. In jedem Level befindet sich eine Alma-Puppe. Ist natürlich ärgerlich jetzt. Wir sind in Level 4 und haben nur 2 gefunden. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Wie soll man denn die kaputt machen? Ja, wenn die so hell blitzen, kannst du drauf schießen, dann explodiert die nicht. Gleich da? Nee, doch nicht mehr. Bleib mal in der Mitte stehen, beobachte den Typen in der Mitte. Der schickt von sich aus so über die Kabel so kleine Blitze. Und die gehen an so einen Kondensator an der Seite. Und wenn dieser Kondensator die Blitze bekommt, fängt er an blau zu leuchten. Und dann kannst du ihn kaputt schießen. Also nicht die drei Kisten, die direkt, ne, also... Ja. Sondern du meinst... Ja. Guck mal auf den Typen. Na gut, war das verständlich. Fähigkeit-Technologie auch. Da war dann einer. Jetzt kann man das Ding kaputt schießen. Ach so. Ah, da. Boah, ich bin schon blutot. Alter Schwede. Ah, da bin ich. Ja, das wird eng. Müssen wir aus der Reichweite gekommen. Wo bist du denn? Ich stehe hinter dir. Du siehst doch, wenn ich versuche, dich wieder zu beleben. Ich muss mich mal wieder beleben. Wo bist du denn? Da, wo du vorher gesprungen bist. Aber jetzt haben wir das System erkannt. Jetzt geht's lange. Ich bin schon wieder tot. Ich muss mir gleich erstmal einen Körper holen. Ja. Ich muss erstmal hier kurz eine Weile ausharren. Und hier irgendwie... Na also. Doch, wenn man das System erstmal erkannt hat. Ja. Da runter gehen? Hoch runter. Ach, da runter. Was denn?
Na, Plutsch hat's gemacht. Ja. Ich dachte, sie würde sich freuen, uns zu sehen. Die Schlacht im Rathaus. Ich wusste, dass du nach mir suchen würdest, wenn du noch am Leben bist. Wo ja, zum Himmel hast du gesteckt? Auch egal. Ich habe hier etwas, das ihr euch ansehen müsst. Ich dachte, die kann den nicht sehen. Also dich jetzt. Sein Name ist Michael Beckett, Delta-Eingreiftruppe. Offensichtlich hat er sich in Armacamps Geheimprojekt verstrickt. Alma. Siehst du, Familie, wie ich's dir die ganze Zeit gesagt habe, Bruder. Dieses Miststück ist ganz verrückt nach mir geworden. Kapiert das denn keiner? Warum hat man sie bloß erschaffen? Was sollte sich aus diesem Albtraum Positives ergeben? Sie hat mich vergewaltigt. Habt ihr verstanden, Armacamp? Sie ist verdammt nochmal schwanger! Sie hat mich vergewaltigt. Ein Fleisch gewordener Geist. Wir müssen sofort handeln. Das darf nicht geschehen. Als ob sie über alles Bescheid wüsste. All diese paranormalen. Ich hab ja schon eben Bruder gekillt. Ich weiß nicht, wie. Wen? Nach deren momentaner Stärke bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Seid ihr mit dabei? Warum nicht? Wir haben ja sonst nichts zu tun. Könnte man so sehen. Aufstieg, Reflexe. Könnte ich nicht lesen. 60.000, alter Schwede. Linkssohn. Steht bei mir. Wo steht das? Direkt bei mir. Eigener Rekord. Darunter Sternchen Lieblingssohn. Ja, ich habe 3 Aggressionsziele erfüllt, 2 Taktikziele und 8 Begabungsziele. Das ist so unfair. Wieso? Ich kämpfe, mache du und hab nicht halb so viel wie du. Kann ich wahr sein. Oh, das kriegst du aber auch. Wenn ich dich hier Schadenswiderstand gebe, dann kriegst du auch Punkte dafür. She hated him, what he had done to our family. Her time was coming. She would have her revenge. Her time too will come to erase the memories of his tortures. Warte mal kurz. Achtung, das ist keine Übung. Befolgen Sie Generalbefehl 13. Das gesamte Armacamp-Personal findet sich am Flughafen Port Authority zur sofortigen Evakuierung ein. EPA-Start-Terminals in Betrieb. Der letzte Transport startet in 2 Stunden. Die evakuieren. Lass er doch. Vor kurzem sah ich, wie die Armacamp ihre EPA-Start-Terminals in Passagiertransporte einbauten. Jetzt ergibt das Sinn. Wir müssen uns einen schnappen, wenn wir Beckett noch rechtzeitig erreichen wollen. Dem euch gezeigten Band zufolge hat Armacamp Beckett eingesperrt. Er wird wohl irgendwo in Port Authority auf seinen Abtransport warten, wie alle anderen auch. Oh, die wartet auch auf ihren Abtransport. So, ich würde aber sagen, die werden wir das nächste Mal retten. Ich sagte, lass mich los! Sie macht mehr Ärger, als sie es wert ist. Warte, guck mal an. Für dich. Bam!
in your face. Ja, ja. Mach ich alle. Ja, mit dieser kleinen Einlage wünschen wir euch einen schönen Abend und man sieht sich. Tschö, tschö. Tschüss.